Südöstlich von München liegt die Gemeinde Neubiberg. Der Friedhof der Gemeinde wird nach Westen von einem Hügel begrenzt, auf welchem ein von Stefan Hößle gestaltetes 6 Meter hohes Kreuz steht. Es überragt den Friedhof und zeigt, der Tod ist nicht das Letzte, sondern im Tod kommt der Mensch vom Glauben zum Schauen. Weg- und Gedächtniskreuze begegnen uns überall im südöstlichen Landkreis von München. Die meisten zeigen eine bildliche Darstellung des gekreuzigten Jesus. Am Bauernwald von Oedenstockach findet man ein solches Wegkreuz, welches im Jahr 1875 von Caspar und Crescentia Edler gestiftet wurde. Die Inschrift lautet: O Mensch, der du von Mühsal bist, voll Kümmernis und Schmerzen, hab den Blick zum Kreuzgericht, halt Einkehr in deinem Herzen. Und ich, der ich voll Sünden bin, will nach dem Weg des Kreuzes ziehen. O Gott, gib, dass ich mag zu allen Zeiten mich auf den Himmel vorbereiten. Unter dem Kreuz steht Maria mit gesenktem Kopf und beweint den Tod ihres Sohnes. Sehr ähnlich ist das Wegkreuz am Ortseingang von Putzbrunn an der alten Brennerei aus dem Jahr 1901 gestaltet. Rechts und links vom Kreuzbalken steht: O Christ, geh nicht vorbei, ehe ein Blick zum Kreuz gerichtet sei. Gekreuzigter Herr Jesus Christ, erbarme dich unser. Die Texte in Oedenstockach und Putzbrunn erinnern nicht nur an den Tod Jesu, sondern bereits an seine Auferstehung, die den Menschen zu allen Zeiten Hoffnung schenkt. So wie Paulus schreibt: Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, ist es eine Gotteskraft. In der St. Anna-Kapelle in Oedenstockach begegnet uns ein Christus, der bereits den offenen Himmel schaut. Über und neben ihm sehen wir Engel, die ihm zu Diensten sind. Die aus dem Anfang des 19. Jahrhunderts stammende Kapelle wurde 1902 um den markanten hölzernen Turm ergänzt. Vor allem dieser Turm prägt bis heute die Ortsmitte. Am Platz vor der Josefskapelle in Waldperlach sehen wir eine aus zwei verschiedenen Werkstoffen hergestellte Kreuzesdarstellung. Eine bronzene Christusfigur ist an ein Kreuz aus Lärchenholz geheftet. Die Figur wurde im Jahr 1985 in einer Regensburger Gießerei hergestellt und von der Familie Brockhammer gestiftet. Der dominierende senkrechte Balken verbindet die Erde mit dem Himmel. Er erinnert uns daran, dass wir hier auf der Erde den Himmel nicht vergessen sollen. Der Querbalken symbolisiert die Brücke zu unseren Mitmenschen. Er ermahnt uns, die Menschen neben uns zu achten. Die Inschrift am Kreuz lautet: Mein Freund, wo gehst du hin? Vergiss nicht, dass ich dein Erlöser bin. Dass ich so viele gelitten habe für dich, der Herr bleibt stehen und grüße mich, mein Jesus Barmherzigkeit. Diese Inschrift verweist uns auf Christus, der vom Himmel auf die Erde hinabstieg, um für uns Menschen da zu sein. Maria steht dem Kreuz gegenüber. Nicht als die Weinende, sondern als die Begnadete, die das Jesuskind auf dem Arm hält. Kreuz und Marienfigur säumen den Weg zur 1980 geweihten Kapelle. In der Kapelle steht die Figur des Josef von Nazareth, also des Ziehvaters Jesu, mit dem Jesuskind auf dem Arm. Im linken Fenster ist Josef als Zimmermann dargestellt, im rechten als Familienvater. Über Josef und Jesus schwebt der Heilige Geist. Im Schopenhauer Wald zwischen Neubiberg und Waldperlach steht die Elisabethkapelle. Ihre runde Form und das Dach erinnern an die Josefskapelle im Truderinger Wald.
aber alles hier wirkt bescheidener und natürlicher. Die Kapelle ist kleiner, ihr fehlt der Turm und auf einen gepflasterten Vorplatz wurde verzichtet. Gestiftet wurde die Kapelle 1992 von einer anonymen Stifterin aus Waldperlach. In der Kapelle ist eine Statue der heiligen Elisabeth von Thüringen aufgestellt, die Anfang des 13. Jahrhunderts in Eisenach lebte. Sie kümmerte sich, sehr zum Ärgernis ihres Mannes, selbstlos um die Bedürftigen. Als sie mit einem Korb voller Brot zu den Armen ging, sah ihr Mann im Korb nur Rosen anstelle des Brotes. Gegenüber der Elisabeth-Kapelle erinnert ein Feldkreuz an das 75-jährige Bestehen der Gartenstadt Neubiberg im Jahr 1987. Es zeigt die ganze Brutalität der Todesstrafe in Form der Kreuzigung. Die Arme Jesu sind kaum ausgebreitet, sondern sein Körper hängt schlaff am Kreuz. So wird das Kreuz zum Zeichen der Solidarität mit allen Leidenden in dieser Welt. An der Ortsgrenze zwischen Neubiberg und Waldperlach steht seit 1999 ein schmiedeeisernes Wegkreuz des Künstlers Franz Wagner aus Bergen am Chiemsee. Es erinnert an eine Schülerin, die er in den 1980er Jahren auf dem Schulweg tödlich verunglückte. So entstand eine Stätte der Besinnung für alle Vorbeikommenden, oft mitten in der Hektik des Alltags. Der Strahlenkranz um das Kreuz erinnert an die Auferstehung. Jesus Christus spricht: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. So wird das Kreuz zum Heilszeichen der Christen. Besuchen wir noch einmal den Neubiberger Friedhofshügel. Wir sehen nur zwei Holzbalken und werden doch einbezogen in das Heilsgeheimnis des Kreuzes. In dieser Teilhabe eröffnet sich der Weg zum Heilwerden. So wie Paulus schreibt: Ich bin mit Christus gekreuzigt, so lebe nun nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir.